Stefan Effenberg leitete den ersten Sieg des FC Bayern München bei Hertha BSC seit 18 Jahren ein. Der gefaulte Spielmacher der Mannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld führte den Freistoß selbst aus und Roque Santa Cruz erzielte nach 16 Minuten das 0:1 sozusagen im Nachsetzen. Die Bayern kamen während der gesamten Spielzeit nur einmal wirklich in Bedrängnis. 9 Minuten nach dem Münchner Führungstor fand Hartmann den Weg durch die Deckung des FC Bayern und Michael Preetz in der Sturmmitte. Der Ausgleich nach 25 Minuten. Die Hoffnung allerdings auf Besserung bei den Berlinern trug. Alex Alves gegen Salihamidzic, den zog es halb, halb sank er hin. Strafstoß nach 32 Minuten. Stefan Effenberg erzielte das hochverdiente 1:2 zur Pause. Bundesinnenminister Otto Schily und 57.000 Zuschauer im ausverkauften Olympiastadion sahen die Entscheidung 30 Minuten vor dem Ende. Alexander Zickler erzielte das 1:3. Der FC Bayern schob sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vor.